Ja. Adventure mit Marc Brodesser. Wenn du das schaffst, rasiere ich mir meinen Bart zur Hälfte. Und machst du das nächste Video. Leute, ich will mir meinen Bart nicht abrasieren. So, VD Drop hier runter. VD Drop to Faceplant. Hi, ich bin's mal wieder, Marc. Heute noch mit einem der letzten Teile von der Throwback-Serie. Also Videos, wo ich mal in einem anderen Kanal oder im Fernsehen aktiv war, was einige von euch vielleicht gar nicht gesehen hatten. Und ja, Leo Karst, ein guter Freund von mir seit 2013. Wir haben schon ein paar Mal was zusammen gefilmt. Der hat mich mehrfach in meiner neuen Heimat seit 2016 besucht, hier im Sauerland. Und wir haben wilde Sachen gemacht, Skibiken, Downhill-Roller fahren. Aber wir waren auch ein paar Mal biken. Und das war besonders cool, weil das war mein Hometrail mit Spitzkehren, also auch fahrtechnisch interessant. Und er war zum ersten Mal auf seinem EMTB zu der Zeit unterwegs, vor ein paar Jahren war das. Und wir haben noch lustige Challenges gemacht, also wirklich unterhaltsam. Ich habe es euch zusammengeschnitten, das Video. Danke an Leo. Schaut mal bitte rein in seinem Kanal, wenn ihr da vielleicht mal eine Zeit lang was verpasst habt oder so. Es lohnt sich wirklich. Leo ist jetzt überall unterwegs. Deswegen hat er auch übrigens keine Zeit mehr für die ganze Fahrtechnik-Geschichte. Ich hatte ihn damals zum Fahrtechniktrainer ausgebildet. Er hat auch Kurse gemacht. Ja, und das war eine coole Zeit, aber jetzt bringt er euch aus der Schweiz, überall wo er unterwegs ist, richtig unterhaltsame Videos mit. Also ich verlinke den Kanal unten. Und ja, seid inspiriert von den kleinen Spielereien, die wir noch in dem Video gemacht haben. Fahrtechnisch interessant, am Schulhof oder so, überall, wo man die Bike-Kontrolle verbessern kann. Und ja, ich freue mich auf die Neuerungen im Kanal, die bald kommen. Ihr seid schon gespannt und ändert sich einiges. Aber zum Guten. Und ich freue mich sehr. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt, gespannt seid, was kommt. Bis dann. Ciao. Jo, also hier ist jetzt der Trail. Es ist auch wieder ein Wanderweg. Das heißt, wenn natürlich Leute kommen, dann sind wir natürlich ganz lieb. Ich habe ein E-Bike, ich fahre durch. Okay. Schubst du dich runter? Die schubst du dich nicht runter. Nee. Und, ja, wie gesagt, es fängt schon an mit einer kleinen Holztreppe, die können wir jetzt bei Trockenheit fahren. Mhm. Dann geht's rechts. Und ich fahre vor, weil es könnte sein, dass du wegen dem Laub sonst den Trail ab und zu. Ja, ja. Passt. Besser. Deswegen, ja. Alles klar, dann let's go! Jupp. Umsetzen mit dem 23 Kilo E-Bike geht auch. Ein bisschen stärkerer Impuls geht ab. Linkskehre. Jawohl. Kannst du auch versetzen, musst du aber. Oh, jetzt ist der Motor angegangen. Scheiße. So. So. Verpasst. Ja. Ah! Da muss ich aber jetzt drüber. Boah, der schiebt. Ah, wo lang? Hier rechts rum. Das muss ich machen jetzt. Kurbel aufpassen, da in dem engen Ding ist. Ich hau den Stein weg, ich hab ein E-Bike. Ja. Ich hab ein Specialized Knie, wo ich mach alles kaputt. Ja, noch ein kleiner Umsatz. Musste sein. Ja, okay. Komm. Lieber nach rechts als 13 Meter runter. Ja. Also, es geht los. Aua, warum habe ich keine Handschuhe an? Wow, hier geht's links rum. Boah, Raudi. Boah, das ist geil, wenn man den Trail nicht kennt. Dann ist alles wirklich abenteuerlich. So. Wow. Ah, ich habe eine Fliege in der Brille. Was ist das? Ja. Links rum!
Ja, und ich muss meine Handschuhe anziehen. So, hier muss man zweimal. Scheiße. Hier ist er sehr, sehr eng hier, die Kurve. Ja. Man bleibt halt mega schnell irgendwo hängen. Ja. Okay, kleine Steine überall. Ja, sehr elegant. Jawohl. Jawohl, sehr schön. So. So, weiter geht's. Der Marc sagt alles immer richtig schön an. Guck mal. Man braucht gar nicht nachzudenken. Er erklärt einem direkt alles. Er sagt meinem Körper, was ich zu tun habe. Ja, das ist halt jetzt schade mit dem ganzen Laub. Man sieht nicht wirklich, wie der Trail ausschaut. Jetzt fürs Video ist natürlich nicht ganz so interessant. Jetzt deine Challenge, okay? Ja, wer länger in der Treppe stehen bleiben kann. Okay, fahren wir gleichzeitig rein? Ja, dann brauchen wir nämlich keine Zeit zu messen. Okay, Challenge jetzt. Wer am längsten in der Treppe stehen bleibt. Also wer als erstes unten ankommt, hat verloren. Und los geht's. Guter Wechsel auch verbrochen. Oh, shit. Ich hab dich am Ellenbogen berührt. Warte doch mal. Pass auf, lass mich links starten, weil ich bin Linksausleger. Das haben jetzt die Zuschauer nicht verstanden und auch gut so. Okay. Also. Hast du eigentlich den Modo an? Nee. Ich hab den jetzt an. Ich hoffe, dass ich nicht reintrete. Nein! Oh. Jetzt habe ich ihn. Ja! Nein. Ah. Ah. Ich kratze auch runter, aber ich hatte so einen Punkt gehabt, da habe ich richtig gut gestanden. Eins beide, jetzt kommt Finale. Okay. Okay. Haben wir wieder? Jupp. Okay, Challenge, Treppe runter und drin stehen bleiben. Okay, jetzt sind wir drin. Boah, shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Nein, nein, ich hab verloren. Ich bin abgestiegen. Ja. Shit. Und? Okay. Wie drop die Tischtennisplatte runter mit dem E-Bike. Dann auf. Ach, ich soll's zuerst machen. Weiß ich nicht, wie du willst. Das war ja nicht meine Idee, aber komm, ich mach's zuerst. Ja, er will mich unter Druck setzen. Wenn er es macht, dann muss ich es auch machen. Und er hat ja hier die Downhill-Maschine. Das All-Mountain der Ausreden findet man immer. Also, weil da kein Netz drauf ist, geht es. Eieieiei. Die E-Biker, ne? So, wie die Drop hier runter. Wie die Drop to Faceplant. Hat geklappt. Jetzt bist du dran. Ja. Mach einen leichten Gang direkt rein. Achso, du brauchst ja nur zu drehen, ja? Bei der Rohloff. Kannst du im Stehen schalten bei der Rohloff? Ja klar, alle 14 Gänge durch. Und du brauchst nicht zu treten, damit er die Gänge durchschaltet, oder was? Nee. Das ist die Nabenschaltung. Brauche ich nicht. Ich kann im Stand schalten. Okay. Dafür kann ich halt nicht unter Volllast schalten, was ich auch sonst nicht empfehlen würde. Aber hiermit geht's auch nicht. Okay. Ja. nimm ein bisschen mehr Anlauf. Ich bin aus der Ecke rausgestartet. Ja, das ist nicht das Thema. Das Thema ist eher, meine Dämpfung wird auf jeden Fall durchschlagen. Ist ja nicht mein Bike. Ja. Okay. Sag mal? Jupp. Okay. Und, Wheelie Drop. Jawohl!
Sehr schön. Also die Treppe runter, dann auf dem Plateau wenden. Okay. Und dann wieder die Treppe hoch. Denn wir haben ja E-Bikes. Okay, du fängst an. Das ist eine bescheuerte Idee, das ist viel zu eng da unten. Das schafft er nie. Hast du einen langen Radstand? Ja, okay. Aber deiner ist auch lang. Ja, das also ich meine nicht alles an dir, sondern nur dein Fahrrad. Was? Was hat er gesagt? Was? Also. Das wird nichts. Das wird naut. Jetzt hat er runtergeschaltet. Habt ihr das gesehen? Er hat runtergeschaltet. Ja, damit es leichter ist. Aber ich hab auch gerade ein bisschen bedenkt. Aber Balance hat er. Balance hat er. Guck mal, warte, Alter. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das erlaubt war, die Mauer auch zu nutzen. Das ist ein Mofo, ey. Ich würde lieber ausmachen, aber es gehört jetzt zur Challenge, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob er es geschafft hat. Ob er es schafft. Guck mal. Komm ich da irgendwo gegen? Ja. Nee. Scheiße. Aber tolle Idee. Auf dem Plateau. Ist noch enger. Nee, das geht. Komm. Okay, also. Das zweite Plateau, nicht das hier. Das zweite, so. Das hier jetzt. Oh. Weil ich weiß nicht, das sieht doch aus. Seht ihr das von hier? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das seht. Komm ich da gegen die Steine? Wird knapp. Versuch mal. Nee, geht. Zentimeter. Jawohl. Alter, wenn er das schafft. Das Schwierigste wird jetzt noch die Treppe hochzufahren. Wenn du das schaffst, rasiere ich mir meinen Bart zur Hälfte. Und mach so das nächste Video. Okay. Fuck, was habe ich ja gerade gesagt? Okay. Also jetzt die Treppe hoch. Ja. Gegangen, habe ich jetzt den ersten drin? Ah, hoffentlich geht gleich Akku leer. Also. Eins, zwei und hoch. Oh fuck. Das ist natürlich jetzt nervig. Mit dem. Alter. Mit dem Motor. Leute, ich will mir meinen Bart nicht abrasieren. Nein! Ja. Okay. Eins, zwei und go. Ah! Alter! Aber richtig gut! Alter, das war richtig Bikebeherrschung, Balance, heftig bei Marc. Ja, weiß ich, Second First Try oder was? Na, am Arsch, nix. Okay. Wir machen jetzt ein Race. Wir machen jetzt letzte Challenge hier. Willst du ohne Motor? Du hast eh keine Chance. Ob mit Motor, ob du hier mit dem Moped bist, du hast keine Chance gegen mich. Gegen dich. Mach ich dir Sprint oder was? Einfach Sprint, wer zuerst an der Wiese. Ja, wir machen es so, pass auf. Also durchsprinten und an der Wiese darfst du nicht in die Wiese reinfahren. Du musst kurz, also darfst mit dem Vorderrad die Wiese berühren, aber nicht mit dem Hinterrad. So. Okay. Ja? Sonst zählt das nicht, sonst hast du falsch getimed. Also Motor aus, habe ich nicht verstanden, ne? Ja, mach Motor aus. Ready? Jo. Los. So, jetzt schön bremsen. Wow! Shit! Das Vorderrad, ey! Zweite Runde. Warte mal. Track Sense, du sagst. Okay. Bei drei, okay? Bei ja. Eins, zwei, drei. Oh, fuck! Wow. Okay. Alter, das war knapp. Ich habe ein bisschen zu früh angefangen zu bremsen. Okay. Ah, gut. Challenge hat der Leo gewonnen. Ja. Er hat schon mehr Cliffbars gegessen als ich heute. Eigentlich warst du ja jetzt schneller gewesen, weil ich zu früh angefangen habe zu bremsen. Aber man hat es eindeutig gesehen. Du hast mehr hier ist ein bisschen mehr. Mehr Bums in den Beinen. Mehr, ja.